du nicht. Herrgott, zack! Sicherung habe ich doch erst gewechselt. Ja, das bringt nichts mehr. Die ganze Elektrik ist marode. Ich kann ja heute Abend noch mal gucken, was da irgendwas machen kann. Auf gar keinen Fall. Alles außer Strom, haben wir gesagt. Hm. Muss ein Elektriker her. Hilft ja nichts. Mei, ist das schön. Habe ich Geburtstag? Nein, Oma, ich habe Geburtstag. Gratuliere dir, mein Schatz. Oh, danke. Du sollst sie nicht anschwindeln. Wieso? Ich hab doch Geburtstag. Ja, nächsten Monat. Und was schenkst du mir? Komm, zum 18. kann schon auch mal was Besonderes sein, ne? Finde ich. Mhm. Oder du schenkst mir ein bisschen Geld. Echt? Das haben wir noch nie so gemacht. Aber es wird mir doch helfen, weil ich spare doch eh für den Trip. Nach Neuseeland? Nee, doch, Vancouver. Glaube ich. Jetzt, weil da ist ja dieser krasse Hastings-Parcours-Park. In Vancouver? Ja. Mhm. Erstmal kann ich da trainieren und die Jungs da so kennenlernen. Und gleichzeitig kann ich da noch gucken, ob ich da ein paar Verwandte vom Papa auftreiben kann, weißt du? Das habe ich dir sicher schon einmal gefragt. Wieso tragst du ein so dunkles Gewand? Was bei uns da dafür besser stehen? Finde ich auch. Danke. So war das früher auch immer mit dem Bonanza. Der war so ein schöner Moment, der war Licht. Ja, Mama, im Kerzenschein sind wir alle schön. Und der Bonanza bleibt besser, wo er ist. Im Hinterzimmer einer Kneipe. Die Luft ist dick und voller Rauch. Ich hab geglaubt, ich könnt gewinnen. Doch das dachten andere auch. Hallo? Ja, geh mal. Danke. Die Schwabinger Straßen werden nur im Kreis. Und im Tiffany spritzt den letzten Scheiß. Hallo? Hallo? Absolut wunderschön, aber sei mir nicht best. Ich bin die weite Welt, ich bin desaströs. Geh mal. Freedom is where the soul is coming home. Freedom is where the heart doesn't feel alone. Freedom is when the soul is coming home. Vielleicht, wo die Alpen glühen, ja. Es wird Zeit. So, Burschen. Good news. Ich habe es wieder mal geschafft. Wir kriegen das Studio. Der Schorsch gibt uns die Nachtschicht zum Sonderpreis. Ja? Jetzt legen wir alle ein bisschen was zusammen. Dann wird das super. Mit der Alpen kommt dran. Ja. Kannst du uns vielleicht auch sagen, was wir da aufnehmen? Wir haben ja nichts Neues. Nicht mal eine vollständige Band. Der Rudi ist auf Kreuzfahrt. Was mit dem Gig? Mit seiner Frau. Siehst du einfach einmal ein, wir sind total out. Nein, Gegenteil. Retro ist total in. Ne? Und wir surfen die Welle. Ne? Selbst ABBA hat ja noch mal ein Album rausgebracht. ABBA, ABBA. Die haben zwei hübsche Frauen dabei gehabt und geile Klamotten und eine richtige Show. Wird uns auch nichts bringen. Wir haben früher schon scheiße ausgeschaut. Aber es sind Weltstars, verstehst du? Was sind denn wir? Eine One-Hit-Wonder-Band. Sonst gar nichts. Außerdem sind wir zu alt. Schmarrn. Denk an die Rolling Stones. Der Mick Jagger ist so alt wie ich. Bin sogar ein paar Tage jünger als der. Na, wir müssen nur den richtigen Zünder finden. So wie damals. Da ging sie auch auf wie Raketen. Ne? Bam! Der Raketenstart ist mehr als 30 Jahre her. Seitdem ist es so eine Art Schweben im Weltall. Ja, jetzt hören wir auch mit diesem Weltraumschmarrn da. Du hast ja angefangen damit. Ich meine bloß, dass wir uns nicht aufgeben dürfen. Ja? Dass wir immer noch eine Chance haben, das Ruder rumzureißen. Ahoi. Prost. Ja.
Wieder schon vorstellen. Natürlich kannst du das Land verkaufen, Tinker. Aber es wäre schade um euren schönen Hof. Ohne den Boden drumherum ist es nur ein altes Haus. Ein altes, marodes Haus, dessen Unterhalt quasi mein ganzes Gehalt frisst. Die Dachreparatur und die neue Heizung zahle ich immer noch ab, von den ganzen anderen Kosten mal abgesehen. Du kennst die Zahlen am besten, Richard. Ich habe keine Wahl. Ich hätte eine bessere Lösung. Du könntest verpachten, statt verkaufen. Braucht das Geld sofort. Na gut, dann nimm's ich für meine Viecher. Und ich zahle dir die Jahrespacht im Voraus aus. Bar. Ein Deal unter Freunden quasi. Win-win. Du gewinnst ein bisschen Zeit und ich bekomme eine saftige Wiese für meine Viecher. Hm? Was sagst du? Danke. Sehr gern. Ich bin allein raus. Und? Herr Zeller, bitte öffnen Sie mir die Tür. Ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Ich habe Sie reingehen sehen. Das ändert nichts an der Situation, Herr Zeller. Sie können die Zwangsräumung nicht aufhalten, wenn Sie die Mietschulden nicht bezahlen. Hallo. Herr Zeller, das Recht ist auf der Seite Ihres Vermieters und ich bin verpflichtet, es durchzusetzen. Und außerdem haben wir morgen einen Termin für die längst überfällige Vermögensauskunft. Und wenn Sie den nicht wahrnehmen, bin ich genötigt, Sie per Haftbefehl vorführen zu lassen. Ist Ihnen das klar? Ich bin sehr froh, dass Sie endlich vernünftig geworden sind. Herr Zeller? Herr Zeller? Was immer Sie sagen werden, Sie haben recht. Sie sind ein Idiot. Ja, sag ich doch. Ich lasse das Schloss austauschen. Das kostet noch mal 300 Euro extra. Und wenn Sie innerhalb von 4 Wochen die Miete nicht bezahlt haben, dann wird hier alles verkauft. Und der Rest wird entsorgt und basta. Dann habe ich ja noch 4 Wochen Zeit. Ja, für die Wohnung, aber nicht für die Vermögensauskunft. Wenn die morgen nicht unterschrieben ist, muss ich Beugehaft anordnen. Schauen wir mal. Bis später. Die Schwabinger Straßen drehen sich nur im Kreis. Und im Tiffany spritzt den letzten Scheiß. Babsi, du bist wunderschön, aber sei mal nicht bös. Mir zeigt's in der größere Welt, ich bin desaströs. Freedom is when the soul is coming home. Freedom is where the heart doesn't feel alone. Freedom is when the soul is coming home. Da ist er. Bisschen dick ist er geworden. Vancouver High School. Gut.
Telefonnummer. Bingo. Entschuldigung, das wollten wir nicht. Entschuldigung. Schicken Sie mir die Rechnung. Die Rechnung. Es tut uns leid, aber der Kleine ist schlecht geworden. Wir kommen gleich wieder. Alles wieder gut, ja? Habt ihr ein Riesenglück, dass ihr mich getroffen habt. Das ist wirklich wunderbar, dass Sie uns mit nach Konstanz nehmen. Ja klar, wir Vernünftigen müssen doch zusammenhalten gegen die Deppen der Welt. Wissen Sie, meine Tochter und ich machen das zum ersten Mal. Das soll ein richtiger Abenteuerurlaub werden. Ja, da seid ihr bei mir genau richtig. So, vorne im Auto ist es mit Helm sicherer. Ein super Anfang. So, Zapfsäule 1, gell? Und wenn du drin bist, dann bringst du mal Leberkässemmel mit einem süßen Senf mit und für die Kleine so Salzstangen, ist gut für den Magen. Ich soll den Tank bezahlen. Das ist ein super Angebot, herzlichen Dank, das nehme ich gerne an. Ist der feine Kerl, Respekt. Aber bitte sachte fahren, nicht, dass der Kleine wieder schlecht wird. Logisch, ich habe früher mal Eier ausgefahren. Da ist kein einziges kaputt gegangen. Hi Pierre, ich bin's. Hallo Pierre, hier ist die Tinka, deine frühere Affäre. Ach, hey. Du, wir müssen fein los. Du, ja, alles klar. Dann melden Sie bitte den Vorgang und ich gebe den Kollegen Bescheid. Super, danke. Servus. 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 Immstadt. Ich dachte, Konstanz liegt Richtung Ravensburg? Nein, man kann auch über Wangen fahren. Ah, Wangen. Aber an der Ausfahrt Wangen sind wir gerade vorbei. Ja, wir machen einen klitzekleinen Umweg. Warum machen wir eigentlich diesen klitzekleinen Umweg? Ja, du musst schnell was erledigen. Marie, alles okay? Marie, halten Sie sofort an. Sofort anhalten, bitte! Ach, Marie, mein armes Kleines. Ach, Mensch, du, was machst du bloß für Sachen? Also bei ihrem Fahrstil. Da hat bestimmt kein einziges Ei überlebt. Stimmt. Das waren auch keine Eier, sondern Hühner. Nimm mal ein Stück, mein Schatz. Aber die haben alle überlebt. Thank you.
roter Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit. Wir fahren zu absolut wunderbaren Menschen auf einen traumhaften Bauernhof. Du wirst staunen. Wahrscheinlich willst du gar nicht mehr weg. Ja, was soll denn der Scheiß? Ich glaube, sie müssen anhalten. Ja, das sehe ich. Ach du Scheiße. Also das glaube ich jetzt nicht. Alt bist du? Tinker! Das ist meine Tochter Tinker. Ex-Tochter. Ah, Tinker. Tochter bleibt Tochter. Und du bist die Beste. So, 25 Stundenkilometer zu schnell, das macht 100 Euro und einen Punkt. Ja, und hallo, wer bist du? Das ist die kleine Magda und das ist ihr Papa, der Kostas. Nikos. Ich heiße Nikos. Und meine Tochter heißt Marie. Was willst du hier? Meine Familie besuchen. Ex-Familie. Tinker, jetzt komm ich. Ich will nur mit euch reden und dann verschwinden wir sofort wieder. Gibt nichts zum Reden. Aber lasst euch nicht aufhalten bei der Pflichterfüllung, gell? Bis später. Bleiben Sie bitte kurz stehen. War das wirklich dein Vater? Ich hab gemeint, der ist gestorben. Ja. Im hieß er das ja. Na, habe ich zu viel versprochen? Es ist so schön, wie ich gesagt habe. Ja, aber wir wollen nach Konstanz. Nein, ihr wollt ein Abenteuer. Und das Wesen des Abenteuers ist das Unvorhergesehene, das Überraschende. So, Kostas, und das hier ist dein Abenteuer. Nikos, ich heiße Nikos. Und ich bin der Hartmut. Jetzt haben wir du zueinander, ne? Das mit dem See ist ein Schmarrn. Was war das? Der Franz! Mein Gott, du bist ja wirklich der Franz. Ja. Magda, Marie, komm mal her. Das ist der Franz. Du kannst ihn streicheln. Ja, ich freue mich doch auch, dich zu sehen. Jo. Ja, den habe ich damals der Tinker geschenkt. Da war sie 5. Hi, wer seid ihr? Wie die Jungs vom Elektro-Peter sieht ihr mir nicht aus. Wer bist denn du? Bist du der Florian? Ja. Ich bin dein Opa. Wow. Mensch, bist du groß geworden. Mensch, bist du alt geworden. Ja. Entschuldigung, aber wir müssen jetzt wirklich weiter. Dein Großvater wollte uns nach Konstanz bringen. Heute noch. Ach so. Ja. Wir können sofort aufbrechen. Ja, aber ich würde das jetzt der Kleinen nicht zumuten. Ne? Nach den Strapazen sollte sie sich ein bisschen schonen. Naja, wir haben das Hotel schon gebucht. Trau dich was. Ja, das meine ich. Trau dich was. Ja, klar. Nein, das Hotel hast du wegen der Abenteuer. Aha. Ja, also ich finde, wir sollten erst mal der Nacht hier bleiben und dann sehen wir schon weiter, oder? Vielleicht besprechen wir das zuerst mal mit der Mama. Nein. Die Lulu ist hier der Boss. Und die Gastfreundschaft ist hier das Höchste. Immer schon. Jetzt zeig mal deinen Gästen die Landschaft. Bist du völlig verrückt? Du tauchst hier nach all den Jahren auf, ohne Vorwarnung, und dann bringst du noch fremde Leute mit. Die machen doch keine Arbeit. Wo ist eigentlich die Lulu? Im Daycare Center. Ah! Bei Prosecco und Tanztee. Da wird die, da ist die Königin. Ja. Hallo, Mama. Hallo. Dank dir, Paul. Grüß dich zu Hause, ja? Schau mal, wer uns besuchen kommt. Servus, Lulu.
Was tut denn der da? Na, jetzt sei doch nicht so, ne? Die 5, 6 Jahre, wo ich da war. 11. Echt, ja? Ja, trotzdem. Das ist dein Ex-Mann, der Hartmut. Ja. Verzeih mir keinen Schmarrn, Tinker. Mein Hartmut, der ist immer fesch. Und der Mörder, der ist ein alter Hund. War das jetzt echt? Kennt ihr mich wirklich nicht mehr? Eine Form von Demenz. Damals vor 11 Jahren, da hat das angefangen mit den Symptomen. Manchmal hat sie auch klare Momente. Servus. Habt ihr den Hartmut gesehen? Der ist einfach verschwunden. Ihr seid gar keine Freunde. Nee, eher sowas wie eine Fahrgemeinschaft. Mhm. Dann wette ich, du hast das Benzinzeit, oder? Der Arsch. Wir können auch den Zug nehmen. Der nächste Bahnhof ist 5 Dörfer weiter. Und da fährt halt eh nichts mehr. Also von mir aus könnt ihr gerne hier bleiben. Aber nur gegen Bezahlung. Oh Gott, das wäre ja illegale Vermietung. Sag mal, magst du Spaghetti mit Tomatensauce und Pilzen? Ich muss dahin, wo die Angst ist. Wo hast du das denn jetzt her? Du hast Angst vor Pilzen? Das hat der Arzt gesagt zum Papa, wegen den Albträumen. Marie, guck mal, fütter mal den Esel. Versuch's mal. Sie leidet ein bisschen unter unserer Scheidung. Mhm. Der Therapeut meint, dass sie ein bisschen zu ängstlich ist und naja, dass sie zu wenig Selbstwertgefühl hat. Ich will dir da raushelfen. Ja, wie früher. Du hast damals das Geld für die Stromrechnung verzockt und ich kann mir heute einen Elektrobeter nicht leisten. Also ja, als wie früher. Ja. Wenn du Hunger hast, ich hab was warm gestellt. Ja, danke. Warum hat die mir das nicht gesagt? Als sie mit der Diagnose klar wurde, was auf sie zukommt, hat sie die Scheidung eingereicht. Weil du warst uns in den Jahren davor ja auch keine große Hilfe. Mir kommt besser ohne dich klar. Also mir ist geschrieben, dass sie mich nicht mehr wiedersehen will. Wieso bist du denn jetzt da? Na ja, wenn nach meiner Familie schauen, ne? Was ist los? Ja, ich hab da ein kleines Problem, also eines, das mit einem bisschen Geld zu beheben wäre. Also keine Angst, ich will nicht den Anteil vom Hof, ne? Ich will nur so viel, dass ich vielleicht wieder
meine Schulden zahlen kann und Studio. Und was denn für ein Anteil? Die Mama hat alles mir überschrieben. Bei eurer Scheidung war doch auch keine Rede davon, soweit ich weiß. Ihr habt doch gegenseitig auf alles verzichtet. Ja, du weißt das nicht. Als die Lulle den Hof geerbt hat, da war der vollkommen marode. Und ich habe mein Erbe dazu verwendet, ihn zu renovieren. Das waren über 40.000 Mark, das war damals viel Geld. Anders wäre es nicht gegangen. Und als Ausgleich hat mir deine Mutter einen Anteil vom Hof überschrieben. Darüber gibt es einen Vertrag, handschriftlich zwischen ihr und mir. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, es ist aber so Ehrenwort. Als ob das was wert wäre. Das Gästezimmer ist belegt. Du kannst im Stall schlafen, morgen früh verschwindet sie, ist das klar. Und halt dich fern von der Mama. Brauch ihren festen Rhythmus, die gewohnten Leute und keine bösen Überraschungen. Habe ich sie vorhin erschreckt? Die hat dich sofort vergessen. So soll's auch bleiben. Wenigstens du freust dich, dass ich wieder da bin. Du bist auch ein alter Patsy, hä? Ja, ich hab ja viele Fehler. Ne? Naja, ein paar sind schon. Aber dass ich die Tinka anlüge, ja, anschwindeln, klar. Aber anlügen, wegen Geld und ausnutzen, dass die Lulu nicht mehr richtig. Wie kann die sowas von mir denken? Du Mama, sag mal, der Papa, also der Bonanza, gehört dem ein Teil vom Hof? Oder ist es nur wieder so eine Geschichte von ihm? Der Hof, der gehört dir. Und dann dem Florian. Der ist die siebte Generation und nur das zählt. Das müsst ihr zusammenhalten. Ja, schon gut, Mama. Das habe ich mir gedacht. Auch, wenn wir nicht wissen können, ob der Flo später hier bleibt. Du musst es ihm sagen, Tempo. Ja, du hast recht, ich muss es ihm sagen. Weiß. Mit dem Pierre. Ich hab's ja gewollt, immer wieder, aber zuerst da konnte ich es dem Flo nicht antun und dann mir nicht. Ich hab einfach so einen höllischen Schiss, dass der in den ersten Flieger steigt und weg ist. Tinka, ist was passiert? Bitte bring die beiden in ihr Hotel, wie du es versprochen hast. Und dann fährst zurück in dein eigenes Leben, wo und wie auch immer sich das abspielen mag. Geh mit Gott, aber geh. Thank you.
Ist aber total nett, dass du bei einem Freund schläfst. Ja. Er ist sicher einsam, weil er auch keine richtige Familie hat. Na ja, dafür hat er viele Freunde. Ich sehe hier keine. Sie sind aber trotzdem da. Machen wir die Augen zu. Hör mal, hörst du das? Ja, das ist Mike, die Maus. Und dann gibt's den Freddy, den Flo und den Sophie, ne? Die Schwalbe. Und dann Cassandra. Die schaut auch mal vorbei, ne? Die Katze. Das glaube ich jetzt nicht. Aber dann frisst doch Cassandra den Mike, wenn die beiden beim Freund sind. Ja, das hat die Tinker damals als Kind auch geglaubt, aber da ist nie was passiert. Wie alt war die Tinker denn da? Ich glaube, die war so ungefähr 6. Ich bin 7 und ich weiß, wie die das machen. Ja? Sie pfeifen auf der Friedenspfeife. Ah, die rauchen eine Friedenspfeife, meinst du? Mama hat gesagt, das ist ungesund. Aber das mit der Friedenspfeife, das ist eine super Idee. So. So, und jetzt steigst du mal auf den Franz. Nein, nein! Marie. Bitte nicht, nein! Marie! Papa, Papa! Hey! Hey. Marie, Schatz, komm na, mal. Na. Ja? Hast du keine Idee? Gott, der Franz, der wirft doch keine kleinen Kinder ab. So, komm, Marie. Nimm du mal bitte deine Tasche. Den Rest nimm ich. So. Ich würde deiner Tochter gerne zum Abschied eine Freude machen. Aber als Dankeschön, aber Blumen hat sie wohl genug. Schnaps geht immer. Ja, ihr könnt alleine an den Bodensee fahren. Und du? Hab noch ein bisschen hier. Warum? Zum Pfeifen basteln. Dann könnt ihr am Rückweg abholen. Komm, Marie, auf zum nächsten Abenteuer. So. Hallo? Ist da jemand? Wo hat sie den Vertrag? Er musste irgendwo sein. Dass das Publikum hier in Virginia hören soll. 5 Zugaben und wir konnten noch immer nicht von der Bühne. Stell dir vor, der Plattenvertrag steht. Du fehlst mir so, Lulu. Die Tournee wird verlängert, das ist unsere Chance. Grüß die Kleine von mir. Weihnachten ohne euch fühlt sich so komisch an. Wieso durchwühlst du Omas Sachen? Ich suche nur was. Mhm. Kohle? Ich habe euch gestern gehört. Ja, und deswegen glaubst du, ich klaue, ja? Woher soll ich denn wissen, wie du drauf bist? Ich kenne dich ja, komm. Du warst mal da irgendwann und ich weiß, diese alte Wippe im Garten, die hast du gebaut? Ja, da siehst du mal. So schlecht war ich gar nicht als Opa. Hm? Doch. Kann ich dich mal was fragen? Was weißt du eigentlich so von meinem Papa? Dein Vater? Ja. Also die Basics kenne ich natürlich alles schon. Das mit Kanada und dass er Pilot war und so. Pilot, ja. Ja. Hm? Aber die Details fehlen mir. So irgendwas... Was mir sagt, wie er war, weißt du? Naja, der war schon ein toller Mann. Okay, das ist genau das, was ich meinte. Also diese Heldenstorys, die will ich jetzt gar nicht hören, wie toll er war und wie er dann beim Einsatz umgekommen ist und so. Das habe ich ja alles schon 1000 Mal gehört. Ich hab halt gehofft, du kannst mir irgendwas anderes erzählen. Ich habe ihn
nie persönlich kennengelernt, glaube ich. Echt jetzt? Wie kannst du nicht wissen, ob du ihn kennengelernt hast? Wir reden mal in Ruhe darüber. Ja, ich muss jetzt was erledigen, dringend. Okay. Kein Problem. Die Mama hatte recht mit dir. Du interessierst dich echt ein Scheiß für mich, ne? Sie sind wirklich ein Idiot. Florian, kannst du mir dein Fahrrad leihen? Nee, muss trainieren. Ich würde gerne die Lulu besuchen. Kannst du mir wenigstens sagen, wo dieses Center ist? Magst du ihr Taschengeld klauen? Wir wollten uns verabschieden und uns für die Gastfreundschaft bedanken. Dankeschön. Sag auch mal Danke. Danke. Ja, naja, Schnaps passt immer. Und ich freue mich, dass er sein Wort mal hält und euch ins Hotel bringt. Er hat uns sein Auto gegeben. Wie? Und er selbst bleibt hier, oder was? Na, das kann er vergessen. Ihr fahrt auf gar keinen Fall ohne ihn. Er wird helfen. Marie und ich, wir können hier in der Gegend bleiben und uns irgendwas angucken. Oder zum Hof fahren und dann später los. Mit Hartmut natürlich. Danke. Okay, gut, dann bis später. Komm. Bis später. Korbinian für Tinker? Ja, bitte, höre. Du musst unbedingt meinen Vater finden, zu Hause ist er nicht. Ja klar, findet man ihn. Ich meine, weit kann er nicht sein. Er ist direkt vor uns. Ja, dann müsst ihr ihn festnehmen. Und was machen wir mit dem Franz? Wieso mit dem Franz? Naja, er reitet auf deinem Esel. Querfeldein, sollen wir die Verfolgung aufnehmen? Sag mal. Schon gut. Du hast die Sonnenblumen immer geliebt, Lulu. Hey, Bonanza. Wer kennt's mich? Ein echter Cowboy verändert sich nicht. Hast du's gefunden, dein Eldorado? Mein Eldorado. Dein großer Traum mit der Band. So ein richtiger Star werden heute. Nicht bloß eine kleine Rockband aus der Provinz. Na ja, wir haben's geschafft bis nach Virginia. Molte wärst dabei gewesen. Du und die Tinker. Virginia. Mei, das ist gut. Lulu, ich hätte ja da eine Frage. Es geht um den Vertrag, den wir zwei geschlossen haben, damals, wo das mit dem Anteil vom Hof drin steht. Die Tinker glaubt mir das nicht, aber es war viel Geld. Und ein bisschen was bräuchte ich jetzt zurück. Die Reederei brauchst. Das ist nichts Neues, das hast du immer gebraucht. Nur umgehen können hast du nicht damit. Hast du alles verprasst oder verzockt oder auch verschenkt. Zusammenhalten musst du es. Sonst hätten wir den Hof nie bewahren können.
Ja, ja, das hast du toll gemacht, Lolo. Aber der Vertrag ist für mich ganz wichtig. Sonst gehe ich vor die Hunde. Ich verliere alles. Sie wissen, wo Sie Ihr Kreuz haben, gell? Lolo, jetzt hilf mir doch. Ernst, grüß dich. Ich weiß, ich habe viel Mist gebaut und ich hätte mich mehr um euch kümmern müssen, aber. Du hast mich weggeschickt, gell? Was macht denn der Rabe hier? Welcher Rabe? Na, der Unterbacher Richard. Der schon als Kind immer geklaut hat. Ach so, Richie, der Rabe. Grüß Gott, Frau Zeller. Ja. Na? Geht's uns denn heute? Was meinst du denn mit uns? Die und mir oder die und dem Bonanza? Dem geht's nicht so gut, glaub ich. Mir aber schon. Und wie es dir geht, das musst du selber wissen. Das gefällt mir, dass Sie gut drauf sind, Frau Zeller. Schauen Sie, das Wohl unserer Seniorinnen, das liegt mir sehr am Herzen. Kannst du dich noch erinnern an mich, Richie? Der Herr Zeller? Nein. Der Vater von der wunderbaren Tinka. Ja. Grüß Gott. Ja, du hast es ja ganz nach oben geschafft, ne? Bist ja sogar Bürgermeisterkandidat. Ich bin der Filialleiter unserer Bank hier im Ort. Ah, Respekt. Können wir nachher ein Bier zusammen trinken? Ich gebe ein Haus. Sehr gern. Also, Prost, Herr Zeller. Nein, Hartmut für dich. Bist ja kein Rotschläfer mehr. Und du bist also mit der Tinker befreundet? Ja, ja. Ich habe sogar eure Wiese gepachtet, nur um der Tinker zu helfen. Ja, das ist groß von dir, Richie. Richard. Entschuldige, Richard, ist ganz groß von dir. Du, die Tinker ist eine ganz tolle Frau. Mhm. Wie die das mit der Mama macht, mit dem Buben, mit dem Hof, das ist wirklich, also... Ja, ja, das ist sensationell. Ja, hm? Ja. Und schön ist sie ja auch. Heißt das, du magst die Avancen? Ja, schon. Also ganz seriös, ja. Also ich bin verwitwet. Oh, es tut mir leid. Ja, und die Tinker, das wäre die perfekte Ehefrau für mich. Mhm. Und deswegen wollte ich mit dir reden. Mhm. Also von Mann zu Mann. Was denkst du? Naja, ich denke, dass das eine Sache von der Tinker ist. Ja, natürlich. Sie ist ja nicht abgeneigt, aber ich glaube, sie braucht ein bisschen einen Zuspruch. Mhm. Ich würde die Tinker glücklich machen, das schwöre ich dir. Sie hätte keine Sorgen mehr. Sie könnte den Hof behalten, sie müsste weniger Schichtdienst schieben und für die Lulu, für die Luise würde ich auch sorgen. Und wenn du einmal in Schwierigkeiten sein solltest, dann... Na ja, gut. Ich könnte ja mal mit dir reden. Das machst. Der Bonanza hat auch so einen Appetit. Kaum hat er einen Kuchen backen, da habt ihr mir den schon geklaut. Direkt weg von der Fensterbank. Wer ist ihr? Wer war noch dabei? Na, die Tinker. Ne. Hm? Oh, Anschleichen habt ihr gespielt, etwa. Und zack, war der Kuchen weg. Aha. Mhm. Krass, was hast du mir nie erzählt? Da war ja noch ganz klein. Hm. Hm. Du hast ihn vergöttert, den Bonanza. Und er dir ja. Ja, in den paar Augenblicken, in denen er hier war. Wärst du lieber gewesen, er hätte keinen Erfolg gehabt? Das ist richtig egoistisch. Der war egoistisch. Der hat die ganzen Jahre die Mama allein mit dem Hof gelassen und mit der ganzen Arbeit und ist irgendwelchen anderen Frauen hinterher gestiegen. Das muss die Oma jetzt auch nicht hören. Hallo, Dreh, ist er schon, der Hartmut. Der hat einen Schlag bei die Dirn gehabt und nicht so knapp. Und das war okay für dich? Ja. Weißt, mit dem Bonanza, da ist die Welt so leicht wie eine Feder. Da konnte man keine Angst nicht haben, vor gar nichts. Das ist gut fürs Gemüt und schlecht für einen Geldbeutel. Dass die Oma ihren Frieden mit ihm gemacht hat, heißt nicht, dass ich vergesse, wie er war und ist. Dem können wir nicht vertrauen. Du übertreibst so krass, Mama. Wirklich so lächerlich. Trinken wir noch zwei? Ja, sorry nicht, nein. Wunderbar. Zwei Helle noch, bitteschön.
Ja, ja, ich würde auch gerne der Tinker helfen, aber um ehrlich zu sein, ich bin pekuniär ein bisschen klamm. Und deswegen wollte ich ja meinen Anteil vom Hof vermachen. Welcher Anteil? Ja, da gibt es einen schriftlichen Vertrag zwischen der Luna und mir. Ich habe geglaubt, den habt ihr in den Unterlagen oder im Schließfach. Nein, sorry. War auch kein Schließfach. Ne? Also dann, auf die Tinker. Das habe ich dich sicher schon einmal gefragt, aber meinst du, weil der Bonanza tot ist? Na, Mama, der lebt noch. Gut, dann bin ich nicht verrückt. Der Bonanza, der hat mich besucht heute. Und ich habe schon gedacht, das ist ein Geist und das will ich nicht. Der Papa war bei dir. Wieso, was wollte denn der? Wahrscheinlich er geht, oder? Jetzt lass halt mal gut sein. Hat der Flo auch schon gesagt. Hey, du Florian. Ja. Hast du Lust, mich mal abzulösen? Wäre super. Ist das okay für dich? Klar. Okay. Danke. Okay. Lauf mal den Balken hoch bis zum Kipppunkt. Super. Okay, warte mal. Zieh mal den Bauchnabel ein. Weich dir die Knie gehen. Hast einen besseren Stand, genau. Lass die Schultern zurück. Gerade halten, super. Spürst du das? Das ist Körperspannung. Genau, jetzt weiter, bis die Wirbel kippt. Da falle ich runter. Erstens halte ich dich und zweitens versuchst du einfach nochmal. Kein Problem, ganz easy, okay? Konzentrier dich und glaub ganz fest an den nächsten Schritt. Super. Ja. Siehst du, es klappt nicht. Das ist doch kein Problem, komm. Beim Parkour versuche ich manchmal was 100 Mal, 1000 Mal. Und dann klappt's auf einmal. Vertrau dir, komm, das schaffst du. Keine Angst. Mama, was machst denn du da? Also halten die Äpfel im Winter besser, wenn's im Papier gewickelt sind. Aber es ist doch Sommer. Der nächste Winter kommt bestimmt. Was ist denn los? Warum bleibst du stehen? Ha? Franz, du bist ein gescheites Tier. Ja, natürlich ein kluger Esel. Komm, wir gehen einen anderen Weg. Komm. Vielleicht habe ich ja doch an mir zu viel. So, und jetzt auf nach Hause. Das war nur ein Traum. Ist der Franz schon zurück? Nein, der ist doch mit dem Hartmut unterwegs. Hörst du das? Das ist eine Maus. Die heißt Mike. Hat der Hartmut mir erzählt. Ist ein Freund von Franz. Das ist ja toll. Jetzt schlafst du aber wieder, ja? Weil morgen müssen wir weiter. Papa, ich kann ihn nicht einschlafen. Können wir raus? So, jetzt machen wir uns das mal gemütlich hier, ja? Mhm. Ah, schön kuschelig. So. Meinst du, Mama ist einsam im Hund? Mama vermisst dich bestimmt ganz doll. Aber einsam? Nein, das glaube ich nicht. So, jetzt mach mal deine Augen zu und schlaf ein bisschen, ja? Hier steckt sie. Hi. Hat sie immer noch Albträume?
Meine Frau und ich, also meine Ex-Frau und ich, wir sind schon sehr vorsichtig. Vielleicht zu vorsichtig. Aber jeder will doch sein Kind beschützen. Ich arbeite als Mathematiker für eine Versicherung. Analysiere Unfälle. Und ich krieg diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf, immer wenn ich Marie bei irgendetwas beobachte. Ich fürchte, ich habe sie damit angesteckt. Und für meine Frau war das auch irgendwann mal zu viel. Deswegen habt ihr euch getrennt? Nein. Sie hat sich in einen Geologen verliebt. Und der hat viel größere Katastrophen auf Lager. Ich meine, was ist schon ein Skiunfall im Vergleich zu einem Vulkanausbruch? Aber ich wollte nicht mit ihm nach Kanada und der Pierre wollte nicht mit mir hier leben. Vielleicht habe ich einfach zu viel Schiss gehabt vor seinem Leben, so weit weg. Oder die Liebe hat nicht gereicht. Oder alles zusammen. Letztendlich war es für mich in Ordnung, den Flo allein großzuziehen. Besser gar kein Vater als so einen wie meinen. So schlimm? Ich habe ihm das nie erzählt. Aber ich wollte ihn skypieren. Da hinten in dem kleinen Wäldchen, bei unserem Tipi. Er hat mir versprochen, dass wir da den Nachmittag miteinander spielen. Stundenlang habe ich auf der Lauer gelegen, in voller Kriegsbemalung. Irgendwann hat die Mama mich gefunden. Da war es schon dunkel. Wie alt warst du denn da? 6. Das war mein 6. Geburtstag. Ja, und von da an war ich kaum noch zu Hause. Und hat alles von mir verpasst. Sportwettkämpfe, meine Kommunion, sogar ein Abiball. Ich habe lange gedacht, es wäre irgendwie meine Schuld, weil ich falsch bin, zu wild. Aber das war natürlich ein Schmarrn. Natürlich. Er hätte sich gerne von dir skalpieren lassen. Guten Morgen, Tinker. Ich komme wegen der Wiese und ich habe die Pacht gleich dabei. Schön, dich zu sehen. Richard, das ist der Nikos, ein Freund von meinem Vater. Nikos, das ist der Richard. Ein Freund der Familie. Natürlich ganz besonders von dir, Tinker. Schau. Das ist viel zu viel, Richard. Ach komm, du. Deine Wiese ist gut. Und es gibt im Moment wenig Weidefläche zu pachten. Von daher Win-Win. Dank dir. Ich hol schnell eine Vase. Und, was machen Sie hier so? Ich bin auf der Suche nach Abenteuern. Ha. Schon welche gefunden? Ja, absolut, absolut. Also die sind ja wirklich wunderschön. Vor allem, weil es hier auch kaum Blumen gibt, nicht wahr? Du unterschreib bitte gleich, dann hat das alles seine Richtigkeit. Ja. Tinker, warte mal 2 Sekunden.
Also, du weißt, ich bin extrem vorsichtig. Ich würde erstmal den Vertrag durchlesen, bevor ich ihn unterschreibe. Naja, das ist völlig richtig, was er sagt, aber unter Freunden nicht nötig. Wir vertrauen uns doch. Das ist eine blöde Frage. Hast du eine Bank überfallen? Ich hab die Wiese verpachtet. Kriegst auch was davon zu deinem Geburtstag. Aber erst müssen wir reden. Jetzt gleich? Mhm. Also, es geht um deinen Geburtstag. Also im weitesten Sinne. Es geht eigentlich um deine Geburt. Aha. Nicht direkt. Es geht um deinen Vater. Um den geht's. Ich hab dir ja schon so ein paar Sachen von ihm erzählt. Mhm. Dass wir uns in München kennengelernt haben, wo er an der Uni Deutsch studiert hat und wie wir uns verliebt haben, schwanger wurde. Ja. Und es hat natürlich alles gestimmt. Ja, da gehe ich jetzt mal von aus. Genau. Was aber nicht... Oh mein Gott, okay. Los, schnapp dir die Mama, Decke. Wasser? Was mache ich? Scheiße. Lo, fang! Hier, leg dich drauf! So ein schrecklicher Lärm, Dame, ich ab! Ah, Scheiße! So. Drauf! So. Jetzt ist er ruhig. Geil. Komm, Mama. Ich bring dich an die frische Luft. Und wir reden später weiter heute Abend, ja? Eins, zwei, hopp. Schön, wa? Mach dir fertig, wir hauen ab. Da war vorhin so ein Alarm im Haus, hat Marie gesagt. Was für ein Alarm? Ich höre nichts. Jetzt gehen wir. Ich bin ja unerwünscht, gib mir die Autoschlüssel. Und du willst jetzt einfach gehen, ohne dich zu verabschieden? Wir sind doch alle schon weg. Jetzt gib mir den Schlüssel, mantel dich nicht so auf. Marie, wozu hättest du denn jetzt Lust? Wollen wir schwimmen gehen? Oder Tretboot fahren vielleicht? Können wir das machen, was der Flo macht? Mit ihm balancieren. Da fällt uns bestimmt was ein. Dabei geht's noch? Komm. Ich an deiner Stelle würde mich von meiner Familie verabschieden. Ja. Du also auch. Opa, dieser alte Song von dir, richtig cool. Wie? Wo ist denn das her? Zum Internet. Hm. Ihr wart richtig krass. Ihr wart richtig krass, ne? Das ist eine Aufnahme aus Virginia. Ja, leider wird das unsere einzige Tour in Amerika und überhaupt im Ausland. Ja. Großartig, ja. Bravo. Großartig. Dankeschön, danke. Ja, weißt du, Flo, das tut mir sehr leid, dass ich so lange nicht hier war. 11 Jahre, ja, das ist echt übel. Ja, aber ich finde, die Mama übertreibt. Ich meine, selbst die Oma ist dir nicht böse. Hm? Sie sagt halt, du bist leicht wie eine Feder. Eine Feder? Hm. Ich glaube, die Mama ist einfach sauer, weil sie selbst hier in dieser Provinz so festklingt. Na. Du kannst nicht über deine Mutter reden. Die Tinker ist wegen dir und wegen der Lulu wieder zurück aus München. Meinst du, sie fand das toll? Gerade mal 20 und endlich raus aus dem Kaff? Und dann in München bei der Polizei und ein halbes Jahr später schwanger mit dir und allein damit. Und die Lulu ohne Hilfe am Hof, weil ich mich vom Acker gemacht habe. Ich wollte mit meiner Band halt noch hoch hinaus.
Das war mir wichtiger, als euch zu unterstützen. Das war gar nicht cool. Also denk immer dran, was deine Mutter für dich getan hat. Ja. Fährst mich zur Lulu. So. Jetzt ist ganz leer. Kein Problem. Ciao. Sitze. Das hat mein Hartmut auch einmal gemacht. Er war immer so stolz auf seinen Jodler. Aber ich finde, das klingt wie ein trauriger Trutschen. Und wer bist jetzt du? Ja, ein alter Freund. Mama, du brauchst die Kissen nicht wegräumen, die werden noch gebraucht. Ich muss weiter, ja? Bis später. Ja, ich wollte mich verabschieden. Es war mir ein ganz großes Vergnügen. Lulu. Servus. Servus. Gut, danke. Tschüss. Tinka, es tut mir leid, dass dem 6. Geburtstag, alles, was danach passiert ist. Wenn du willst, bleiben wir in Kontakt. Und vielleicht besuche ich euch mal mit Voranmeldung. Einverstanden. Ein komisches Gefühl. Dass die Lulu so weit weg ist. Das ist sie doch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Sie ist mehr bei sich als die meisten Leute. Und auch wenn sie die Einzelheiten immer weiß, lebt sie ja doch in der Gewissheit, dass sie ein gutes Leben gehabt hat. Obwohl ich sie im Stich gelassen habe. Du hast gar keine so große Rolle gespielt. Ja, du warst halt die Ausnahme, nicht die Regel. Wir haben uns immer gefreut, wenn du aufgetaucht bist mit deinen Geschichten und mit deinen ganzen Geschenken. Aber der Alltag, unsere ganzen Probleme und Sorgen und Triumphe, da warst du halt nie dabei. Aber wir haben es gut gehabt miteinander, die Mama und ich. Immer schön nach vorne gucken. Ja? Da ist das Ziel. Da will ich hin. Oh, das ist aber ganz schön wackelig. Super, Papa. Das ist ziemlich hoch hier. Pass bitte auf. Tinka, du kümmerst dich um so viel. Du kümmerst dich um die Lulu, du kümmerst dich um den Flo. Wäre doch schön, wenn sich mal jemand um dich kümmern würde, hm? Wie wär's mit dem Nikos? Hm? Oder mit dem Ritschi? Sind beides Fans von dir? Na, mit dem Thema bin ich durch. Schon lang. Ah, ist aber schade. Liebe, das ist doch was Wunderbares. Ne? Wenn es nicht gerade furchtbar ist. Servus, Papa. Servus. Grüß die Nikos und die Marie von mir, ja? Mach ich. Und danke fürs Mitnehmen. Frau Sewitsch, was für eine nette Überraschung. Gönnen Sie sich auch endlich mal einen Urlaub. Ich bin auf dem Weg zu Ihrer Tochter, um Sie um Amtshilfe zu bitten für den Haftbefehl, den ich gegen Sie ausstellen lassen muss. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Da kann ich meine Tochter nicht mit reinziehen. Bitte. Herr Zeller, ich muss Sie aus dem Verkehr ziehen, bevor Sie noch mehr Gläubiger um Ihr Geld bringen. Ich fahre mit Ihnen sofort nach München und unterschreibe alles. Das haben Sie schon zu oft gesagt. Frau Sewitsch, bitte! Ich war ein miserabler Vater, ja, aber das kann ich meiner Tochter nicht antun. Das verzeiht sie mir nie. Frau Sewitsch, bitte! Grüß Gott.
Darf ich mich vorstellen? Erika Cevic. Katharina Zeller, hallo. Ja, die Erika ist eine alte Bekannte aus München. Die habe ich jetzt zufällig getroffen. Ah, wie schön. Dann haben Sie was mit seiner Band zu tun. Nö. Ja. Ja. Hm? Ist schon ewig her. Muss einer seiner ersten Auftritte gewesen sein als Vorgruppe. Damals im Schlachthofviertel, da habe ich keinen Gig verpasst. Dann waren Sie ja Groupie. Heimlich. Naja, war ja schon eine coole Socke, ne? Ja, wieso war? Nur schade, dass sich Männer nicht so gut halten wie Frauen. Irgendwie werden sie im Alter so verantwortungslos, als wäre ihnen alles wurscht. Unflexibel, egozentrisch. Ja, mühsam, gell? Es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Danke. Nichts zu danken, jetzt zu Ihnen mit Ihrem Versprechen. Sie kommen mit mir zurück. Ja, morgen komme ich sofort nach München zu Ihnen und unterschreibe dieses Vermögensdings da, ja? Ehrenwort. Punkt 10 bei mir im Büro. Ja, logisch. Ja, wir haben uns ja beide nicht gemeldet, Pierre. Aber jetzt ist dein Sohn halt fast 18 Jahre alt und wir müssen an ihn denken. Gemeinsam. Und wenn Sie nicht um 10 da sind, dann rufe ich Punkt 5 nach 10 Ihre Tochter an, dass das klar ist. Klar. Für Sie ist das alles nur ein Spiel. Aber Ihre Gläubiger, die haben ein Recht drauf, ihr Geld zurückzubekommen. Die meisten von Ihnen sind nämlich selbst nicht reich und haben es nicht verdient, von Ihnen betrogen zu werden. Bis morgen. Bis morgen. Jetzt, Richard, jetzt muss man helfen. Offenbarungseid. Das ist übel. Es gibt einen Negativeintrag bei der Schufa. Danach kriegst du keine Wohnung mehr, keinen Handyvertrag, keine Kreditkarte, nicht einmal einen Dispo-Kredit. Du kannst nichts mehr online kaufen. Und danach bist du komplett abgemeldet, schon klar, oder? Finito. Du kriegst dann keinen Fuß mehr auf den Boden. Ja, das weiß ich schon, Ricci, aber was soll ich machen? Es ist einmal so aus, Äpfel, Amen. Wünschst du viel Glück bei der Wahl. Warte mal, Hartmut, warte mal. Ich könnte aushelfen. Nicht über die Bank, aber mit einem Privatdarlehen. Zinslos natürlich. 10.000 Euro? Ja, wenn das wegen der Tika ist, also, dann musst du schon selber entscheiden, ob sie dich mag. Die mag mich schon. Und ich hätte gern, dass dein Freund verschwindet. Der Nikos? Nee, mein Freund. Dann wird doch egal, wer das ist. Hauptsache, der verschwindet. Na. Der mag ja vielleicht nett sein, ja. Aber das stört. Ja, und wenn ich jetzt den Nico mitnehme, dann gibst du mir Deal? So, hier. Ah, oh, jawohl. Wow. Ja. So. Oh Gott! Oh Gott! Papa! Papa, steh wieder auf! Ja. Oh Gott! Oh Gott, mir wird schwindelig. Mir wird schwindelig. Papa! Ja? Halt dich bloß fest! Halt dich bitte fest, ja? Papa, steh wieder auf! Denk dran, was der Flo gesagt hat. Was hat denn der Flo gesagt? Du musst ganz fest dran glauben. Dann klappt es. Ja. Ganz fest. Okay. Vertrau dir. Komm, das schaffst du. Okay. Okay. Ja. Super, Papa. Es ist fast geschafft. Ja. Jetzt. Körperspannung. Zieh mich hoch. Zieh mich hoch. Jawohl. Ja. Super, Papa. Ja. Geht doch. Super, Papa. Und jetzt den nächsten Schritt. Okay. Okay. Ja. Super. Ja. Super. Geht doch. Oh mein Gott. Stell vorsichtig. Marie. Komm her, mein Schatz. Komm her. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Danke für die Tipps, Marie. Danke. Hat Spaß gebracht, ne? So, kommt. Ich bin fertig, wir können los. Gib mir meinen Schlüssel. Einsteigen. Wir bleiben hier. Was? Ja, genau. Wir brauchen dieses Hotel nicht mehr.
Wir erleben jetzt unsere eigenen Abenteuer, nicht wahr? Ihr wollt nicht mehr nach Konstanz? Nö, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Ja, das haut mich jetzt aber um. Ist doch scheiße. Darf ich dich zum Eis einladen? Na klar. Ja. Papa, wann kommt der Hartmut? Ach, bestimmt gleich. Ja, nach dem Eis fahre ich sie weg. Sehr gut. Ich habe einen privaten Darlehensvertrag über die 10.000 Euro aufgesetzt. Damit kannst du jederzeit nachweisen, woher das Geld stammt und dass es legal ist. Ja, danke. Ich danke dir. Win-win, ich sag's doch. Du weißt aber schon, dass die Tinka ein ganz anderer Mensch ist als ich. Die ist hochanständig. Das weiß ich. Und das ist ja so toll an ihr. Mit deiner Tochter an meiner Seite ist die Wahl gelaufen. Wenn sie mir vertraut, dann vertrauen mir alle. Vertrauen ist die Währung in der Politik. Damit kannst du alle deine Ziele erreichen. Ich dachte, du liebst sie. Natürlich. Hartmut, du kannst unbesorgt nach München reisen. Ich kümmere mich um deine Familie. Großes Ehrenwort. Komm, steig mal bitte ein hier. So. Würdest du uns zum Hof fahren, bevor du heimfährst? Klar. Machen wir doch. Danke. So, hier lasse ich euch jetzt raus. Aber wir sollten doch zum Hof. Tut mir leid, Planänderung. Ich muss nach München. Dringend. Hast du ein schöner Gasthof? Da könnt ihr euch in Ruhe überlegen, wie ihr euren Abenteuerurlaub zu Ende bringt. Hm? Wie heißt euer Motto? Trau dich was. Ja? Trotzdem, vielen Dank für alles. Ich glaube, Marie und ich haben einen Weg gefunden, raus aus der Angst. Oder was meinst du, Marie? Glaub schon. Grüße von der Tinka. Die Schwabinger Straßen drehen sich nur im Kreis. Und im Tiffany sprühst den letzten Scheiß. Babsi, du bist wunderschön, aber sei mal nicht böse. Mir zeigt sie eine größere Welt, ich bin desaströs. Freedom is when the soul is coming home. Diesen Song hat meine Tante Rosi damals geliebt. Schade, dass die Band daran nie anschließen konnte. Sie hat behauptet, dass Musiker die besseren Menschen sind, weil sie Musik machen und Musik glücklich machen würde und Glück den Menschen besser macht. Später, okay, noch ein bisschen. Ich warte da vorne, ja? Okay. Was willst denn du jetzt schon wieder hier? Ich will dich nur warnen vor dem Richard. Schau, das hat er mir gegeben,
damit ich dich in seinem Sinne manipuliere und den Nikos vom Hof hole, ja, damit er bei dir freie Bahn hat. Der hat dich bestochen. Ja, sicher. Der ist so tricky. Er will dich doch nur, weil die Leute dir vertrauen. Und Vertrauen ist das Wichtigste für einen Politiker, hat er gesagt. Warte mal, du nimmst Geld, um mich zu manipulieren? Nein. Doch. Am Anfang ja, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Und deswegen bin ich ja da. Du hast dich null verändert, oder? Was ist denn los? Dein Opa beweist mal wieder, dass man ihm nicht vertrauen kann. Aber nur weil er so ein Totalversager als Vater war, heißt es ja nicht, dass ich das Recht hatte, dir deinen vorzuenthalten. Und deswegen bin ich jetzt da, ich muss mit dir reden. Was meinst du mit vorenthalten? Ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Mama, was meinst du mit vorenthalten? Kriegst du es hin? Sag mir jetzt nicht, dass er noch lebt. Aber weißt du, er hat sich ja quasi selber beerdigt, weil er sich nicht gemeldet hat bei uns. Was? Was redest du? Selbst beerdigt? Er meldet sich und du sagst deinem Sohn, dass er tot ist. Wie kannst du denken, dass das Sinn ergibt? Wie kannst du es denken? Das ist irre, Mama! Das ist krank! Nitenka glaubt, dass dein Vater die Beziehung beendet hat, weil er nach Kanada zurückkommt. Kannst du dich da vielleicht jetzt einfach mal raushalten? Lo, jetzt wart halt mal! Lo! Das ist Richards Geld. Gib's ihm zurück. Willst du mir jetzt erklären, warum du mich mein Leben lang belogen hast? Das war ja nicht der Plan, Flo. Kannst du da jetzt bitte runterkommen? Ich komme da nämlich nicht hoch. Als ich schwanger wurde, wollte der Pierre sofort mit uns nach Kanada zu seiner Familie. Für den kam es gar nicht in Frage, irgendwo anders zu leben. Ich habe lange gedacht, dass sie vielleicht einfach zu feige war, um mit ihm wegzugehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich einfach nicht weg. Ich bin hier daheim. Er hat mir ein Ultimatum gestellt und als ich nicht gekommen bin, da hat er Kontakt abgebrochen. Völlig. Ja, und dann warst du das einzige Kind in deiner Schule ohne Papa. Da habe ich mir einen ausgedacht. Der tolle Rettungsflieger. Das ist ja wirklich Postbote. Nein. Er unterrichtet an der High School in Vancouver Sport und Deutsch. Sein Hobby sind Modellflugzeuge. Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen. Er weiß Bescheid. Und er wird gern mit dir reden oder dich sehen. Das liegt an dir. Ich kann ihn anrufen. Ja, die sind 9 Stunden hinter uns. Also du kannst ihn sogar jetzt noch anrufen, wenn du willst. Thank you.
sehr froh, dass Sie diesen Schritt getan haben, Herr Zeller. Haben Sie Schmerzen? Nein, nicht so schlimm. Und was haben Sie jetzt vor? Ja, neuen Schlafplatz suchen und einen neuen Job. Ihre Wohnung, die ist ja gesperrt, gell? Kann man nichts Werthaltiges draus entnehmen. Außer nicht pfändbare Gegenstände, also Sachen von rein emotionaler Bedeutung. Geh mal. Ja. Schon ziemlich abgelaufen, gut. Ja, weil es darf ja nichts Wertiges aus der Wohnung entnommen werden. Ja. Ja, gut. Das war's dann. Die Sachen stelle ich in meinen Keller. Bis du wieder Fuß gefasst hast, Hartmut. Ja, also fürs Erste ist unsere dienstliche Beziehung beendet, Erika. Ja, freut mich, Erika. Das ist mein Autoschlüssel. Ja, also, wenn ich irgendwas tun kann. Passt schon. Ich hab heute kein Kuchen, Mama. Magst du Eis? Arschin. Was ist denn das? Da ist der Apfel. Gibt's doch nicht. Der hat sich ja Vorkaufsrecht gesichert. Was klingt so böse? Der Ritschi kann sich seit Blödswin-Win sonst wo hinstecken. Ein Scheißvertrag. Aber ich konnte doch nicht anders trinken. Bitte sei mir nicht böse. Mama, du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Du hast ja nur den Vertrag weggeräumt. Der Bonanza, dem konnte ich doch nicht vertrauen. Wovon redest du jetzt eigentlich? Na, vom Vertrag. Der Vertrag zwischen dir und dem Papa, gibt's den wirklich? Ja. Ja, und wo ist der jetzt? Das weiß ich nicht. Irgendwo das Dunn findest, wenn ich tot bin. Dem Papa gehört wirklich ein Teil vom Hof. Und du hast verhindern wollen, dass er den einfordert. Bis nachdem Virginia hat das geschafft. Der Bonanza.
Also war super, das ist ein Kämmersalz. Ja, schon, Hartmut, aber ich sag's dir gleich, wenn das nicht wirklich die große Sache ist, die du versprochen hast. Das ist aber. Ich hab mit dem Chef geredet, der gibt uns einen Auftritt. Sogar bezahlt. Wo? Ja, da hier. Ja. Musik gut für den Umsatz. Nicht zwingend, was wir so spielen. Dann spielen wir halt was anderes. Ja. Flying to the moon and let me play amongst the stars. Edi, jetzt hör mal auf mit diesem Weltraumschmarrn da. Ich kann ja spät abends spielen, wenn alle schon besoffen sein. Aber das sind wir doch eh. Nein, das sind wir ganz bestimmt nicht, weil wir nämlich Profis sind. Ja. Wir haben so eine Bühne wie hier, die ist sensationell. Ja. Freedom is what the soul is coming home. Freedom is what the heart doesn't feel alone. Freedom is, wo der Biergarten ist. Zeit für Brotzeit. Wieso? Wie habt ihr mich denn gefunden? Du, ihr zwei, wir treiben jeden auf. Mhm, so schaut's aus. Seid soweit? Ich hab einen Mordshunger. Ja, gut. Ja, bitte. Das geht so schon. Das ist der beste Grund. Ich bin echt weg. Das glaube ich nicht. Ja, ja, super Aktion. Ja. Ich weiß schon, dass du nicht. Passt schon. Da ist er. Hallo, Nikos. Na? Wie geht's euch? Ja, mit den Kajal. Das war schon ein heißer Feger damals. Baby, baby, blue, bam, bam, bam. Erika. Erika. Baby, baby, blue, bam, bam, bam.